Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19-Projekt hier auf der Map Hofbergmann. In der letzten Folge habe ich ja recht spontan eine Transportmission angenommen, bei der es darum geht, Mehlsäcke von der Kornmühle zur Bäckerei zu bringen. Und ich dachte mir, den Auftrag schließe ich jetzt nochmal schnell mit euch zusammen ab. Ihr seht allerdings, es haben sich zwei, drei Dinge geändert seit der letzten Folge. Zum einen unser Kontostand, der liegt jetzt bei 37.000. Das liegt zum einen daran, dass ich nochmal ein bisschen was verkauft habe, zum anderen natürlich an dem Weingut, was kontinuierlich Einnahmen produziert. Vor allen Dingen hat sich allerdings das Wetter geändert und das könnte uns vor ein Problem stellen, das ich gar nicht so bedacht habe, weil es in den letzten Tagen nämlich immer sonnig war, trocken war und ich dachte, ach, so wird es auch bleiben. Hab natürlich bei dem Wetterbericht nur auf die Temperaturen geachtet, weil wir müssen ja noch Mais legen. Ja, und das könnte jetzt ein bisschen spannend werden. Heute ist es nämlich am Nachmittag ab 15 Uhr hier nochmal so ein bisschen, wie wir unter Meteorologen sagen, es klart nochmal auf. Das stimmt eigentlich gar nicht. Also die Wolken sind dann immer noch vorhanden, aber es wird auf jeden Fall trocken sein. Gut, da könnte man dann nochmal Mais legen. Am morgigen Tag soll es dann durchgehend regnen und am Dienstag soll dann nochmal die Sonne scheinen. Und hier am Mittwoch soll es dann auch wieder so ein bisschen bewölkt werden und so. Aber je weiter das alles entfernt ist, desto ungenauer ist es auch, wie im echten Leben. Das heißt, wenn wir noch im Frühling ansehen wollen, müssen wir das heute oder Dienstag machen. Bis Dienstag geht nämlich der Frühling. Ja, und jetzt ist die Frage, was macht man da am besten? Heute Nachmittag oder am Dienstag? Eigentlich wollte ich ja noch fällen, das kann man bei dem Wetter aber vermutlich auch mehr oder weniger vergessen. Deswegen, was würdet ihr machen? Lasst es mich gern in den Kommentaren wissen. Ich bin ja noch ein bisschen unentschlossen, wie ihr seht. Aber jetzt werden wir erstmal unseren Auftrag hier erledigen. Und ich habe ja die Chance direkt genutzt und habe in der letzten Folge noch ein paar Mehlsäcke von mir aufgeladen. Denn die Kornmühle war ja mehr als reichlich gefüllt. Und deswegen dachte ich mir, wenn wir schon mal einen Transportauftrag haben, dann kann ich den auch direkt dazu nutzen, eigene noch mitzunehmen. Die bringen wir aber natürlich zum Hof. Und ihr seht es oben rechts schon, die Lieferung wurde erfolgreich durchgeführt. Das heißt, wir können den Auftrag abschließen und haben wieder 1500 Euro verdient. Das kann sich ja sehen lassen. Gut, dann machen wir das Ding wieder zu. Spanngurte dran. Und Motor an. Und dann fahren wir zurück zum Hof. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass ich nicht zu schnell fahre. Weil ihr wisst ja, wo wir uns hier befinden. Und hier steht bestimmt wieder der eine oder andere Blitzer. Von daher, Obacht. Übrigens, wenn ihr an die Bäckerei liefern wollt, dann geht das nur nachts von 0 bis 3 Uhr oder so. Oder 4 Uhr oder so, ich weiß es nicht genau. Aber genau dann öffnet sich hier vorne dieses Tor und dann kann man hinten durchgehen und dann seine Mehlsäcke oder seine Waren verkaufen. Ansonsten geht das nicht. Fand ich auch ganz spannend, dass es so getimed ist. Wusste ich nämlich nicht. Habe ich aber mal ausprobiert. Gut, fällt mir nur gerade ein. So oft sind wir ja nicht bei der Bäckerei. KI-Verkehr kommt nach wie vor nicht, das heißt Abfahrt und Obacht. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Auch wenn es nur 20 Euro waren, es wurmt mich immer noch. Hier vorne, das ist ja der Wagen, oder? Hier stehen sie wieder, die Geier. Mach mal das Licht ein bisschen, weil es doch langsam recht hell wird. Gut, fahren wir zurück zum Hof und ich bekomme manchmal von euch, vor allen Dingen von Müttern oder Vätern, bekomme ich manchmal E-Mails und letztens habe ich mal eine Frage bekommen, wie man beim LS20, also bei der Mobile-Version, den Scheibenwischer anmachen kann oder ausschalten kann oder so. Leute, das sind so spezielle Fragen. Wenn ihr sowas habt, dann kommt am besten auf den Discord-Server und fragt danach. Das kann ich euch nicht beantworten. Ich spiele den LS20 nicht mehr. Ich glaube aber auch nicht, dass das manuell bedienbar ist. Schon im Hauptspiel ist es ja automatisch. Also, ich dachte gerade schon, der Regen wäre weg. Aus der Innenperspektive sah das gerade erstmal so aus. Aber das wäre natürlich ganz gut gewesen. Dann hätte ich vielleicht direkt starten können. Aber so würde ich vorschlagen, machen wir heute mal wieder ein bisschen Produktionsarbeit. In der letzten Folge habe ich ja hier vorne, ich habe übrigens was Unmenschliches gemacht. Erkläre ich euch gleich noch. Aber in der letzten Folge habe ich ja hier eine kleine Wartung durchgeführt. Und da man, sobald das Spiel einmal kurz beendet wird und das neu gesperrt wird, die Wartung dann nochmal von neu anfangen muss, habe ich das nochmal schnell gemacht. Der steht also noch zur Wartung da, sollte nicht bewegt werden. Den Motor machen wir aus. Die Plane machen wir vielleicht mal
Obwohl, das machen wir gleich mal auf. Erstmal würde ich sagen, bringen wir mal wieder die Produktion hier ans Laufen, denn ich habe festgestellt, das zeige ich euch auch mal schnell, die Brote bringen gar nicht so viel, so wenig Geld ein. Wenn wir jetzt hier so eine volle Kiste verkaufen, dann sehen wir im Hofladen, das bringt 460 Euro ein, 468 Euro. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich, für so ein paar Brote. Deswegen wollte ich mal wieder durchstarten. Gerade an so einem Regentag kann man das ganz gut machen. Und auch die Butterproduktion steht schon bereit. Ob wir die allerdings heute noch in Betrieb nehmen können, weiß ich nicht. Erstmal geht es jetzt an das Teigmischen hier. Und deswegen machen wir das Ding mal an und füllen hier nochmal ein bisschen Wasser rein. Einer, der früher mal in meiner Schule war, in meiner Klasse war, der ist dann irgendwann abgegangen und wurde dann tatsächlich auch Bäcker. Das haben wir, also fanden wir alle ein bisschen komisch, weil vorher gab es da gar keine Ambition in die Richtung. Aber der ist richtig glücklich mit seinem Job. Ist auch richtig erfüllend. Ich glaube, der hat dann irgendwie noch eine zweite Ausbildung gemacht zum Konditor. Das scheint irgendwie was Unterschiedliches zu sein. Ah, hier. Aber der ist richtig happy. So, hui. Ich glaube, das war nicht mehr ganz voll, diese Packung. Weil 10 Kilo Hefe, wenn man das machen würde und das ein bisschen gehen lassen würde, wie wir unter Bäckern sagen, dann würde vermutlich der ganze Raum hier unter Teig stehen. Also, wäre voll mit Teig. Gut, wir brauchen noch mehr Hefe. Das war tatsächlich nicht ganz voll. 10 Kilogramm Hefe. Haushaltsübliche Mengen. Sowas hier, als Corona gestartet ist, da hätte es sowas geben müssen. Solche Packungen. Da war Hefe ja auf einmal ziemlich beliebt. Gut, das läuft hier wieder. Dann können wir die Teiglinge hier auch schon mal in den Ofen stecken. Wobei, den sollten wir vermutlich laufen lassen. Das heißt, einmal öffnen. Hier vorne haben wir noch ein bisschen Brennholz. Habe ich hier aus Versehen gerade die Klappe geschlossen. Das ist schon mal komplett drin. Und da müssen wir noch ein bisschen weiteres Brennholz nachlegen. Dann machen wir das wieder zu. Machen das hier nochmal auf. So. Und dann kommen die ganzen Brote hier oben rein. Und anmachen können wir es auch. So. Spendet ein bisschen Wärme an diesem kalten Tag. Der Teigling gerade war zwar noch nicht ganz fertig, aber ich denke, das passt schon. Ah, so. Ich meine, so richtig viel Arbeit ist das ja nicht, ne? Das Brot zu produzieren hier auf der Hof Bergmann. Und wenn das so gute Erträge gibt, nicht schlecht. Ich habe nach der letzten Folge oder nach der vorletzten Folge, da haben wir es, glaube ich, ausprobiert, habe ich auch nochmal probiert, mit dem Fass direkt an die Buttermaschine zu fahren, weil das ging auch früher mal. Also man konnte direkt von dem, ja, von dem Anhänger, von dem Flüssigkeitsanhänger, konnte man direkt in die Buttermaschine tanken, ohne irgendwie eine Schlauchverbindung oder so. Ich glaube allerdings, das geht nicht mehr. Ich glaube, das wurde mit einer Version irgendwann mal verändert, denn ich habe es nicht hinbekommen. Wenn es da irgendeinen Trick gibt, lasst es mich gern in den Kommentaren wissen, aber ich habe es nicht hinbekommen. So. Ah, da können wir gleich noch eine Brotkiste verkaufen. Mensch, der Rubel rollt. Der Rubel rollt. Ich habe sowieso das Gefühl, also auch natürlich ist so ein bisschen durch die ganzen Missionen und so, aber ich habe das Gefühl, finanziell sind wir langsam gut aufgestellt. Wird eigentlich mal wieder Zeit für ein neues Grundstück, ne? Ach, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Da habe ich auch was im Visier. Das hier, das war natürlich Blödsinn. Das habe ich ja schon dargestellt. Habe ich ja auch in die Kommentare geschrieben. Also das mit dem Pferde, mit der Pferdekoppel, die zu verkaufen, das ist natürlich Kappes. Aber es wäre vielleicht ganz gut, ich habe mir das nämlich mal durchgerechnet, ein Harvester kostet ungefähr 20.000. Dazu müsste ich noch einen LKW mieten und einen Trailer mieten, um das Holz zu ernten von unserer Kleewiese. Das muss ja alles noch abgeholzt werden. Ein bisschen davon brauche ich für den eigenen Bedarf, den Rest wollte ich ja verkaufen. Ist im Prinzip auch ein guter Plan, nur die Kosten dafür sind echt krass. Und deswegen dachte ich mir, wäre es vielleicht sinnvoll, hier noch diesen Wald zu kaufen für 58.000. Und wenn es so weitergeht wie aktuell, könnten wir uns den vielleicht noch kaufen. Ich würde allerdings bis zum Sommer warten mit dem Fällen. Also ich glaube, also je nachdem, was ihr jetzt in die Kommentare schreibt. Entweder wir nutzen den Dienstag, um Mais zu legen, oder wir nutzen den Dienstag, um abzuholzen.
bisschen Holz zu ernten. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber das sind die zwei Optionen. Gut. Fand ich eigentlich ganz gut den Plan, weil dann können die Maschinen... Man hat ja immer diese initialen Leasingkosten im Landwirtschaftssimulator. Und die sind einfach immens hoch. Und dann kann man das ein bisschen besser auskosten. Weil dann wird es ja von Stunde zu Stunde eigentlich günstiger. Gut, den lassen wir hier mal stehen. Ich gehe mal in den Merlo. Wie immer Tür öffnen, damit man den optimalen Durchblick hat. Und dann versuche ich jetzt mal hier noch ein bisschen die Mehlsäcke runterzunehmen. Ich glaube, ich werde nicht alle einlagern, denn wie ihr eben gesehen habt, habe ich ja im Prinzip das Roggenlager voll. Davor stehen auch noch ein paar Säcke. Das heißt, eigentlich bin ich ganz gut versorgt. Vielleicht werde ich noch mal ein paar oben drauf setzen, aber ein paar werde ich, glaube ich, auch direkt verkaufen. Weil es ist einfach zu viel. So viel Brot kann ich gar nicht herstellen. Also es dauert ja immer ein bisschen. Und deswegen werde ich, glaube ich, ein bisschen was direkt verkaufen. Nanu! Ich glaube, da muss ich erstmal die ganzen Schlaufen hier lösen. Die ganzen Sicherungsdinger hier. Alles kreuz und quer. Wer hat denn das verladen? Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis, du. Machen wir es erstmal so. Hier, seht ihr die ganze Misere. Also das Roggenlager ist voll. Da vorne sind jetzt noch so ein paar zusätzliche Säcke. Aber ihr seht schon, keine Kapazität mehr. Also das sollte man jetzt, glaube ich, auch nicht übertreiben da. So, den kann ich dann nicht mehr mitnehmen. Okay, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier am besten hinbekommen, ne? Kann ich das irgendwie hier noch lösen? Okay, Leute, irgendwie ließ sich das nicht lösen. Das liegt natürlich hier an den ganzen Seilen, also an den ganzen Befestigungen, damit das stabil auf der Palette liegt. Das kann schon mal zu so ein paar Bugs führen, war jetzt hier auch der Fall. Aber ich würde sagen, davon lassen wir uns nicht aufhalten. Lösen hier nochmal den Gurt. Jetzt nehmen wir nämlich die ganze Palette mit. Und diese Paletten sind so schwer. Ich habe im Keller auch noch eine liegen. Hier habe ich ja, glaube ich, mal erzählt, ne, dass die Spedition mal in einer Palette, auf einer Palette angeliefert hat. Ja, und seitdem habe ich genauso eine ranzige Palette wie die hier. Die ist auch schon, hat die besten Jahre hinter sich. Muss ich irgendwann mal wegbringen. Kriegt man ja irgendwie Pfand für, wenn ich mich da recht erinnere, wa? Gut, aber ich würde sagen, den Rest verkaufen wir jetzt einfach. Das ist zu viel zum Einlagern. Ich habe es aber eben schon angekündigt. Ich habe eine kleine unmenschliche Sache gemacht. Ich habe nämlich... Nachdem ich ja die ersten Enten zum Metzger gebracht habe, da habe ich gemerkt, sind zu viele, so viele können gar nicht verarbeitet werden. Dann habt ihr alle geschrieben, Ansgar, du musst sie auf jeden Fall wieder zurückbringen, sonst sterben sie im Anhänger. Also habe ich sie wieder zurückgebracht und heute, einen Tag danach, habe ich sie dann am Vormittag hier wieder verladen. Und wenn man sowas in der Realität machen würde, das wäre absolut unmenschlich. Wenn man sagen würde, na komm, verpacken wir schon mal alle, bringen wir zum Metzger und dann, ach nee, Aufnahmestopp, alle wieder zurück. Und dann am nächsten Tag wieder. Also das ist nicht in Ordnung, aber was anderes blieb mir nicht übrig. Das ist mir allerdings eingefallen. Ich habe hier vor meinem Fenster hier Graugänse, wie ich irgendwann mal gelernt habe. Ah, das gibt auch gutes Geld hier, der Mehlverkauf. Und gestern hat sich eine Graugans vor meinem Fenster platziert auf so einer Leuchte, auf so einer Straßenlaterne. Die sitzt ja immer oben drauf, wenn die Sonne scheint. Und hat lautstark auf sich aufmerksam gemacht. Die machen immer so komische Laute. Und das habe ich dann aus meinem Schlafzimmerfenster gefilmt, weil ich es jemandem schicken wollte, diesen unnachahmlichen Lärm. Und dann habe ich danach, also das war wirklich nur, keine Ahnung, einen halben Meter von dem Zimmer entfernt, habe ich danach das Video einmal kurz angehört, um zu checken, ob der Ton auch drauf ist, das Wichtigste. Das wiederum hat dann diese Graugans gehört und dann, während das Video lief und das Geschnattere zu hören war, hat diese Graugans noch lauter geschnattert und das war dann wirklich ein Concerto Grosso, würde ich sagen. Also war ähnlich unmenschlich. Ist mir gar nicht so aufgefallen, erst, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Aber gut, da wollte die Gans offensichtlich irgendjemand noch übertönen. Oder hat sich gefreut, dass dann noch jemand mit ihr spricht. Also ich weiß es nicht. Steckt man ja nicht drin. So, aber ich und die Tiere, aktuell ein schwieriges Verhältnis, sowohl im Projekt Hof Bergmann als auch in der echten Welt. Gut, genug erzählt, genug gelabert. Ich würde sagen, ich verkaufe jetzt noch ein bisschen was. Bis zur nächsten Folge
werde ich dann auch noch ein bisschen was weiteres verkaufen. Ich werde das ganze Mehl hier, also ein paar Säcke werde ich vielleicht noch hier drauflegen. Den Rest werde ich dann auch hier vorne noch verkaufen. Ich werde den Traktor da hinten fertig haben. Und in der nächsten Folge könnte es dann sein, dass wir entweder, vielleicht mache ich auch nochmal so eine kleine Düngemission, Gülle fahren. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Es könnte in der nächsten Folge sein, dass wir entweder Mais legen oder dass wir eben irgendwas anderes machen. Müssen wir mal schauen. Hängt von euren Kommentaren ab. Ich bin sehr gespannt. Was sagt ihr zum Wetterbericht? Was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen? Ansehen oder eben nicht? Morgen geht's nicht. Also in-game morgen. Am Dienstag wäre die nächste Möglichkeit und auch die letzte für den Frühling. Ich bin gespannt, was er sagt. Danke euch aber fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. War heute natürlich mal wieder so ein kleiner Produktions- und Verkaufstag. Und bis zur nächsten Folge wird unser Kontostand dann vermutlich noch ein bisschen ansteigen, zumal ich ja auch noch Enten beim Metzger habe. Die kann ich dann auch nochmal in der Zwischenzeit verkaufen. Gut. Ach ja, und bevor ich es vergesse, der Grimme DLC kommt ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir den auch irgendwann mal hier auf der Hof Bergmann zum Einsatz bringen werden. Aber wenn ihr euch den vorbestellen wollt, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Da unterstützt ihr ja noch den Kanal. So, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich lerne jetzt mal hier Teleskoplader fahren. Besser ist es. Tschüssikowski.